Kochen war und ist die Domäne der Frauen. Doch eine Berufslehre durften sie lange nicht absolvieren. Eine Demütigung der weiblichen Seele. Also ich habe auch keine Köchinlehre gemacht, ich habe einen Kochlehre gemacht. Und ich bestehe darauf, dass ich bin ein Koch und nicht ein Köchin. Weil ein Köchin war gut für die Kantine oder für andere Sachen. Und das wollte ich nicht. Das ist mir auch wichtig. Ich mache die Ausbildung zum Koch und nicht zur Köchin. Nicht, weil Köchinnen schlechter sind, aber weil das von früher war die Köchin einfach Köchin und nie Koch geworden. Und ich bin Koch und keine Köchin. Das ist Koch. Punkt. Und wenn ein Deutsch nachher aber sagt, ich bin Koch des Jahres, ist das typisch. Sie sagt, ich bin Köchin des Jahres, ist das nichts. Das heisst, eine Köchin, jeder, der kann Hausfrau, kann sagen, ich bin Köchin. Und dann haben wir gesagt, eine Frau könne keinen Befehl geben. Schon wegen der Stimme und schon weil sie zu lieb sind, können eine Frau nicht befehlen. Also wie in der Armee, weil es, geht ja, es ist ja eine Hierarchie, die eine militärische Hierarchie ist in der Küche. In den Soldatenstuben besteht kein Konsumationszwang. Aber welcher Soldat ist nicht froh darüber, wenn er zusätzlich zu kleinsten Preisen und ohne Trinkgeldzwang in der streng alkoholfrei geführten Soldatenstube ein erfrischendes Getränk, einen Dessert oder ein hausgebackenes Stück Kuchen bekommen kann? Im Verlauf dieses Krieges wurden im ganzen Land mehr als 600 solcher Soldatenstuben eingerichtet. 180 davon sind ständig offen. Alle werden von Soldatenmüttern betreut, mit gutem Geist geleitet. Hier findet der Soldat die täglich neueste Zeitung, er kann in Ruhe Briefe schreiben oder Bücher lesen. Wer nur die Unterhaltung sucht, findet im Kreise der Kameraden die nötige Entspannung. Frauen hatten in der Schweiz Anfang des letzten Jahrhunderts wenig Rechte und keine Berufschancen. Einzige Möglichkeit zur Emanzipation bot der Verband Schweizer Volksdienst. Sie betreuten und kochten für Soldaten. Da durften Frauen auch Chefinnen werden. Der Erste Weltkrieg machte es möglich. Die hehre Schweiz mit schöner Alpenwelt war für die Frauen kein Honigschlecken, sondern harte Arbeit. Im Haushalt, im Stall und als Mutter blieb die große Verantwortung für die Kindererziehung. Die Historikerin Elisabeth Schuris schildert das triste Leben junger Frauen. Aber Schuster, eigentlich hat es nicht einmal eine Sekundarschule für eine öffentliche für Mädchen im Gegensatz zu Botschen. Man hat, wenn man 9 Jahre Schule hatte, hat man 2 Jahre, die letzten 2 Jahre im Gegensatz zu den Bübenschulen, ist Haushaltungsschule. Damit ist eigentlich der Gang vorgesehen, Frauen sind für den Haushalt, fürs Kochen, fürs Putzen zuständig. Es blieb die Rolle als Haushaltssklavin und Putzfrau. Es hat schon eine Art Lehre gegeben, aber es war keine Ausbildung mit einer Berufsausbildung wie der Koch. Der Koch der gehört zum ganzen Setting der Berufsausbildung der Männer, ob das der Schreiner oder eben der Koch ist, mit den spezifischen Kleidungen. Der Koch eben mit dem Doppelreiher also quasi, und wenn er zu Ehren kommt, mit der Kochmütze. So etwas war für die Frau nicht. Sie hat wie im Haushalt generell ein Fuscher. Okay. Und da ist der grundsätzliche Unterschied zum Mann. Anfang des 20. Jahrhunderts schlug die Stunde der Kochlehre. Aber nur für Männer. Frauen waren nicht vorgesehen. Heute hat sich einiges verändert. Eine Berufslehre können nun auch junge Frauen absolvieren. Und der Unterricht in der Berufsschule ist auf hohem Niveau. Es wird mit digitalen Hilfsmitteln modern gearbeitet. Die Lehrerschaft bemüht sich um gleichberechtigte Bildung. Gruppenarbeit kommt ebenfalls zum Zug. Vordergründige Belästigungen sind im Unterricht jedenfalls verschwunden. Das bisherige Rollenverhalten zwischen den Geschlechtern weicht einem verständnisvollen Zusammenarbeiten. Doch oft werden weibliche Köche noch mit sexistischen Sprüchen belästigt, wie einige auszubildende Frauen im Gespräch bestätigen. Und wenn Sie Periode hat oder menstruiert, dann dünkt Laken durchfliegen, also übergehen und so Sachen. Das hat mein Vater auch immer gesagt und der ist Metzger. Der hat auch immer gesagt, beim Pökeln darf eine Frau das nicht machen, weil wenn sie Periode hat, könnte es durchfliegen, also umkippen, und das ist Blödsinn. Das hat immer mit Hygiene zu tun, Blödsinn, völliger Blödsinn.
Bevor ich meine Lehre angefangen habe, habe ich von vielen Leuten die Reaktion bekommen, als ich ihnen erzählt habe, ich möchte gerne Köchin werden. So, ja, aber du weißt schon, dass das sehr streng ist. Und so ein bisschen haben sie das Gefühl gehabt, ich weiss nicht recht, auf was ich mich einlade. So, das so ein bisschen, so hat es auf mich gewirkt. Aber eigentlich, seit ich mit der Lehre angefangen habe, habe ich eher das Gefühl, ist es weniger geworden. Also habe ich eigentlich überhaupt nicht mehr so das Gefühl gehabt. Auch bei uns in der Küche, wir sind zwar immer noch in der Unterzahl, aber wir sind doch 3 Frauen von 10 Leuten. Also ich denke, heutzutage ist es relativ entspannt, was Frauen in der Küche betrifft. Man wird auch nicht speziell anders behandelt, also so ist es bei mir. Man merkt schon, die Köche selber sind ein bisschen ruhiger, wenn eine Frau man ist. Also sie sind nicht gerade wild, so, ich sage jetzt mal, wo jeder Spruch lokieren oder so. Aber man muss sich sicher auch wehren als Frau. Erstfeld im Kanton Uri. Ein Dorf weit ab vom Schuss. Kein Paradies, auch für Frauen. Einst ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt mit vielen 100 Eisenbähnlern, natürlich auch da nur Männer. Da gab es bereits eine Volksdienstkantine und diese bekam vom Bahnpersonal den Kosenamen Milchchuchi. Da wurde kein Alkohol ausgeschenkt, wie überall in den SV-Betrieben. Und dieses Lokal war rund um die Uhr geöffnet, bis heute, damit auch den Nachtdienstleuten Speis und Trank zur Verfügung stand und steht. Könntest du mir gerade helfen, der durchnehmen gerade? Ja, und jetzt im Sommer haben wir natürlich gar keinen Schatten da. Weißt du, wegen der Rüebli, will ich dir noch schnell. Dafür sorgt die Betriebsleiterin Manuela Lüönd und ihr Team. Mit Soldatenstuben hat alles vor über 100 Jahren angefangen. Und die nächste Filmsequenz schildert mit dem Originalton dramatisch die Anfänge des Volksdienstes und den unermüdlichen Einsatz der Frauen. Wo Soldaten zum Schutz der Heimat ihren Dienst tun, ob an der Grenze oder im Landesinnern, steht nach anstrengendem Dienst eine Soldatenstube des Schweizer Verband Volksdienst Soldatenwohl bereit. In freundlichen und heimeligen Aufenthaltsräumen ist eine Soldatenmutter für die Gäste besorgt. Frau Dr. Else Züblin-Spiller ist die Gründerin der ersten Soldatenstube aus dem Jahre 1914. Wenn sie mit Veteraninnen aus dieser Zeit zusammensitzt, werden oft Erinnerungen aus den Anfängen der Organisation Soldatenwohl wach. Es war die Zeit, wo Soldatenmütter noch in primitiven Räumen und Werkstätten, Schulstuben und Käsekellern oder auch Wellblechbaracken, die aufopfernd vaterländische Pflicht der Soldatenbetreuung auf einsamen Posten erfüllten. Während der Grenzbesetzung 1914-18 entstanden immer mehr Soldatenstuben. Ende 1918 waren 1000 Stuben eingerichtet, von denen gleichzeitig 180 im Grenzdienst offen standen. Aus diesen Anfängen entstand der heutige Schweizer Verband Volksdienst Soldatenwohl, der sich in den folgenden Jahren ganz der industriellen Fürsorge widmete. Und alle Fäden dieses sozialpolitischen Werkes laufen in den tatkräftigen Händen der Präsidentin zusammen. Jederzeit steht die Präsidentin ihren Mitarbeiterinnen mit Rat und Tat zur Seite. Hier empfängt sie eine junge Leiterin, die heute einen größeren SV-Betrieb führt. Als junge Angestellte hat sie im Volksdienst ihre Arbeit begonnen, und alle Arbeitsstufen, von der Küchengehilfin bis zur Leiterin, jeder dieser Wohlfahrtsbetriebe wird auf Rechnung des Unternehmers geführt. Er stellt die fertig eingerichteten Räume und Küchen dem Volksdienst zur Verfügung und beauftragt ihn mit der zweckmäßigen Verpflegung seiner Arbeiterschaft. Der Schweizer Verband Volksdienst verwaltet die ebenfalls streng alkoholfrei geführten Wohlfahrtsbetriebe als Treuhänder nach den Grundsätzen der Gemeinnützigkeit, der politischen und konfessionellen Neutralität und baut damit Brücken zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Neben den industriellen Betrieben hat der Schweizer Verband Volksdienst auch die Leitung von Heimen und öffentlichen Gaststätten übernommen. Damit ist er innerhalb 30 Jahren zu einem fast die ganze Schweiz umspannenden Fürsorgewerk im Dienste des Volkes geworden. Die SV-Leiterin verkörpert den guten Geist des Betriebes. Mit allen Fertigkeiten und Kenntnissen in der Hauswirtschaft vertraut und geschult, setzt sie ihre Mitarbeiter nach genauen Zeit- und Arbeitsplänen ein. In enger Zusammenarbeit mit der Köchin oder dem Küchenchef erreicht sie, trotz sparsamer Haushaltung, die Abgabe einer gesunden, kräftigen Kost an ihre Gäste.
Auch das umfangreiche Lager muss die Leiterin unter persönlicher Kontrolle halten. Nur durch umsichtige Betriebsführung ist die Selbsterhaltung eines jeden SV-Betriebes finanziell gewährleistet. Die Emanzipation der Frauen fand nun hinter der Kasse statt. Wenn man weiß, dass damals Frauen weder Stimm- noch Wahlrecht und keine Unterschriftsberechtigung hatten, ein Meilenstein. Aber die damalige patriarchalische Ideologie verlangte von den Frauen, dass sie ihre von Gott gewollte züchtige Mutterrolle pflegten und damit ja nicht als Geliebte der Männer in Erscheinung traten. Da sorgte auch die SV für Disziplin. Und natürlich hatte die damalige bürgerliche Frauenbewegung die Gesundheit der Arbeiterschaft und ihrer Familien im Blick. Gesunde Ernährung mit Milchgerichten, Gemüse und Salate pflegte der Volksdienst besonders, ohne Alkoholausschank. Die Beaufsichtigung der jungen Männer war eine damals bürgerlich-gesellschaftliche Verpflichtung, die der Volksdienst mit den Betrieben erfüllte. Archaisch und patriarchalisch aber blieb die Rolle der Frauen, was die Ausbildung und Berufsbildung betrafen. Haushaltshilfe oder Welschjahr blieben den damaligen Mädchen vorbehalten, wie die Historikerin Elisabeth Joris erforscht hat und kritisch beleuchtet. Köchin ist man vorher gewesen, vornehmlich im bürgerlichen Privathaushalt. Schon gar 1950 hat es in der Stadt Zürich noch um die 200 Köchinnen angestellt gewesen, die im bürgerlichen Haushalt gelebt haben. Und das war eigentlich eher ein Unterschichtsphänomen gewesen. Das ist wie Dienstmädchen, Zimmermädchen und so weiter. Also Dienstpersonal auf Privathaushaltebene. Und ist schon um 1950 sind es um die 65% waren Nicht-Schweizerinnen, die das gemacht haben. Also das war gar kein eigentlicher Weg für eine Frau, die in die Spitzenküche kommen wollte. Wenn jemand in den 60er Jahren sich selber sagen so, ich werde Köchin, hätte sie müssen sich selbst ermächtigen. Also es ist eigentlich keine Möglichkeit von Äußerrecht, weder vom Recht, von der Ausbildungsgang, sondern sind Frauen, mehrheitlich selbstständige Frauen, die für sich selber geschaut haben, oft aus einem Bildungsmilieu oder allenfalls, für das ist deutsches gutes Beispiel, wo wie im familiären Zusammenhang bereits auf der oberen Etage eingestiegen ist. Das ist wie die wenigen Unternehmerinnen, erfolgreichen Unternehmerinnen, die man hat bis in den 1960er Jahren. Die sind alle Unternehmerinnen wurden, weil sie das geerbt haben, Witwe geworden sind oder keine Brüder hatten. Das heisst, von dem Mieux sind Frauen gekommen. Und ein Deutscher, ober ein Onkel. Hotelbetriebe profitierten bereits vor 150 Jahren in der Schweiz vom Tourismusboom. Und da waren natürlich Frauen als Bedienstete oder Hilfsköchinnen im Einsatz. Die Hotelhistorikerin Evelyn Lüthi-Graf berichtet. Die Ausbildung der Köchinnen war eine Ausbildung, die eine private Ausbildung war. Das heisst, sie sind meistens sind sie schon in einem Betrieb. Und dann hat man sie rausgeschickt in die Fremde. Das konnte die Weltschweiz sein, dass sie Französisch lernen konnten. Das konnte auch sein, nach Frankreich. Ich habe auch etwas gesehen, wo man sie nach Amerika wollte schicken. Es ist dann nicht gegangen, aber weil sie ist dann verlobt gesehen und hat nicht mehr gehen können. Aber sie haben sie rausgeschickt. Und dann sind sie heimgekommen und haben in dem Hotel dann gekocht, im Betrieb direkt. Eine richtige Ausbildung hat es nicht gegeben für die Frauen, für die Männer schon. Die meisten Frauen, die man in der Küche gefunden hat, sind in der Familienküche gesehen zuerst. Also in einem Gasthof, in einem Hotel oder so, haben mitgeholfen. Und dann hat man sie rausgeschickt, damit sie Französisch gelernt haben oder Englisch oder ein bisschen besser Deutsch oder Italienisch. Meistens hat man sie nach Frankreich oder ganz einfach nach Genf in die Welsche Schweiz geschickt. Und dann kommen sie zurück und müssen sich behaupten in der Küche. Die Köchinnen haben daheim gelernt. Im eigenen Gasthof, in der eigenen Hotellerie, also im eigenen Hotel oder so, haben gelernt. Sind einfach Köchinnen, grosse Bauernköchinnen oder so gewesen. Köchinnen, die haben können für viele Leute kochen. Dann hat man sie rausgeschickt, damit sie Französisch gelernt haben, wenn sie ein bisschen begabt gewesen sind. Und dann hat man sie zurückgenommen und hat sie in der Küche hier. Sie haben es nie richtig, also es ist sehr selten, dass sie es zum Oberkoch gemanagt haben. Weil das haben sie nur in den kleinen Hotels können haben. Aber in den grossen Hotels hat es immer einen Chefkoch gehabt. Dann haben wir noch gesagt, sie können die Pfanne nicht lüpfen.
Und ehrlich gesagt, die Pfannen sind wahnsinnig schwer. Wenn sie so eine riesige Pfanne haben und die noch voll ist, ja, das ist also wirklich etwas. Aber ich meine, Frauen sind auch auf Bauernhöfen gesehen. Also irgendwann ist das auch vielleicht nicht so justifiziert. Andererseits hat man dann ganz gemein einmal gesagt, eine Frau könne nicht kochen, wenn sie die Mens heige. Weil sie dann auf die Alimenten, also auf die Lebensmittel, hat das einen Einfluss. Oder einfach nur, weil sie nicht können, ruhig in der Küche stehen können. Mhm. Was man kann verstehen. Also. Und auch vom Gewand, also was sie angehabt, mit dem Rock, können sie nicht in der Küche, das sei gefährlich. Weil wenn sie jetzt zum Beispiel etwas Heisses in der Hand haben, würde sie sich vielleicht im Rock plötzlich überstolpen und würde fallen. Und das ging nicht. In den Hotelbetrieben blieb den Frauen neben den Küchenarbeiten die Zimmer zu putzen oder als Saaltochter die Wünsche der Herrschaften zu erfüllen. Die großen Küchenchefs, die Anfang des letzten Jahrhunderts vom blaublütigen Engagement in die Hotellerie und Edelgastronomie wechselten, besetzten so die oberste Etage. Nur beim Volksdienst und Soldatenwohl kamen die Frauen als Chefinnen zum Zug. Noch bis in die 60er Jahre konnten Frauen keine Kochprofis werden. Jedoch erregten Quereinsteigerinnen wie die Kochbuchautorinnen Agnes Amberg mit Kochschule, Marianne Kaltenbach mit einem Restaurant in Luzern und Elfi Kasti mit Spitzengaststätte bei Davos Aufsehen. Sie erhielten Michelin-Sterne und Gourmillot-Punkte. Die aktuelle Ausbildung des Kochberufs bietet nun den Frauen das höchste kulinarische Know-how, um dies wie Männer erlernen zu können. Die Berufsschulen in der Schweiz, wie an der Berufsfachschule Baden BBB, sind heute Garanten der professionellen Ausbildung. Zu den erfolgreichen Schweizer Köchinnen zählt auch Irma Dütsch, die als eine der ersten Frauen zum Koch des Jahres gekürt wurde. Sie hat es in Saas Fee im Hotelrestaurant Fletch Horn zusammen mit ihrem Mann geschafft, in die Gilde der Meisterköche aufzusteigen. Mit 18 Punkten und 3 Doc beim kritischen Restaurant Guide Gourmillot kochte sich Irma Dütsch in den kulinarischen Himmel. Auch in Frankreich waren die Frauen als Küchenchef in den Edelbeizen kaum vertreten. Namen wie Bocuse, Trois Gros, Gérard dominierten den Olymp der Gastrowelt. Trotzdem hatte Irma Dütsch es geschafft. Ich hatte 8 Jahre. Und à l'âge de 8 ans, je savais qu'il fallait travailler. Et comme ça, j'ai appris cuisinier parce que je me suis dit, tu auras toujours à manger et tu auras toujours chaud et il y aura toujours une bonne ambiance dans la cuisine. C'était pas l'ambiance que j'ai connue dans ma ferme chez moi. C'était une autre ambiance quand j'ai fait mon apprentissage. Pour moi, c'était très important parce qu'on faisait le pain nous-mêmes, on faisait la cuchole, on faisait le menu de la Bénichon, on faisait les tartes. Quand tu rentrais en apprentissage de cuisinier, je savais déjà faire le pain, les tartes, les cuchols, je savais déjà faire une grande partie. Le chef m'a regardé travailler. Bon, je n'avais pas la technique, mais je connaissais déjà une grande partie du métier parce que je l'avais appris de ma mère. Les tresses, par exemple, c'était des très belles tresses. Alors, pour trouver un apprentissage de cuisinier, c'était très difficile parce qu'en Suisse romande, d'abord, on ne me prenait que comme femme de chambre, comme fille de cuisine, enfin n'importe quoi, mais jamais en apprentissage de cuisinière ou de cuisinier. Mais j'ai entendu qu'en Suisse allemande, on pouvait faire un apprentissage de cuisinier. Alors je suis partie, j'ai fait des recherches et à Rheinfelden, j'ai trouvé M. Herzig qui m'a dit « je te prends ». Mais il faut te couper les cheveux. J'avais des cheveux très longs, blonds. Alors je me suis coupé les cheveux, je les ai laissés toujours très courts, comme ça, personne ne pouvait me demander de aller me couper les cheveux. C'était toujours un problème d'être une femme et de travailler en cuisine. Aux États-Unis, c'était pareil et au Mexique, pareil. Au Mexique, un peu moins parce qu'ils avaient l'habitude que c'était des femmes qui faisaient de la cuisine, mais plutôt dans des restaurants privés comme en France, les mères de France. Ça ne veut pas dire que c'était des cuisinières, c'était des femmes qui avaient appris de la maman. La cuisine était tout aussi bonne. Moi, je me suis toujours défendue et puis je me suis toujours mis avec mes compagnons de cuisine et je me suis toujours très bien arrangée avec eux et ils m'ont respectée dès le début parce qu'ils ont vu d'abord montre ce que tu sais faire et puis après ils pourront te juger et surtout si c'est des femmes qui sont en cuisine des cuisinières ou des cuisiniers
comme elles s'appellent, comme elles le veulent. Maintenant, on peut faire un apprentissage comme un garçon, ce qui est devenu agréable. Mais il faut qu'elles restent en cuisine, pas qu'elles fassent autre chose. Parce que ce qui est triste, ce qui me rend triste, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui font des apprentissages de cuisinier et après, elles arrêtent. Ça, c'est dommage. Also, ich habe auch keine Köchinlehre gemacht, ich habe eine Kochlehre gemacht. Und ich bestehe darauf, dass ich bin ein Koch und nicht ein Köchin. Weil ein Köchin war gut für die Kantine oder für andere Sachen. Und das wollte ich nicht. In jüngster Zeit kochten sich immer mehr engagierte Frauen in höchste Etagen. Wie Vreni Giger in der Jägerstube St. Gallen, die es auf 17 Gourmillot-Punkte brachte. Inzwischen wirkt sie als Chefin im Restaurant Rigiblick in Zürich. Ihr Blick zurück zeigt, welche Anstrengungen bis zur Spitzenköchin notwendig waren. Vreni Giger. Also die Lehrzeit hat mich natürlich sehr fest geprägt, im positiven wie im negativen Sinn. Das sind 3 Jahre und ich glaube, das tut einem so oder so prägen, weil man einfach 3 Jahre am gleichen Ort ist. Und auch gerade so nach der Schule ist man natürlich auch noch sehr, sehr formbar und wird halt reingedruckt. Das ist ja auch etwas, was ich da sehr schätze bei meinen Lehrlingen. Ich kann denen den Stempel aufdrucken. Ob sie das wollen oder nicht, aber die sind quasi 3 Jahre bei mir und da gibt den Stempelabdruck. Meine Lehrzeit, das ist halt schon über 20 Jahre her. Das war eine ganz andere Zeit, als jetzt herrscht. Man hat hier nicht über Arbeitszeiten nachgedacht oder man muss am Abend bis um 1 arbeiten und geht am Morgen um 7 in die Schule. Das war einfach völlig normal. Man hat auch nicht darüber nachgedacht, du hast noch Feiertage zu gut oder du hast noch das und das zu gut, sondern man hat geschafft. Es war völlig selbstverständlich, dass man eigentlich um 6 Uhr angefangen hat zu arbeiten, aber die Lehrlinge sind immer um 5 Uhr gekommen und haben schon die ganze Küche eingerichtet und noch Mitarbeiter zur Nacht gemacht. Es war auch immer selbstverständlich, dass quasi, wenn fertig war, sind die Köche gegangen und die Lehrlinge haben noch geputzt. Das war einfach so. Das hat sich schon sehr fest verändert. Ich würde nicht einmal sagen, dass es sich zum Positiven verändert hat. Es ist auch schwierig, heute mit dieser Situation umzugehen, weil ich würde jetzt nicht zu denen gehören, die sagen, die Lehrjahre sind keine Herrenjahre, aber es hat mir nicht schlecht getan, dass ich so unten durch musste. Das hat mir nicht schlecht tun. Meine Mutter kann sehr, sehr gut kochen. Essen ist bei uns in der Familie extrem wichtig. Meine Großmutter hat auch sehr, sehr gut gekocht. Ich habe sehr viel von diesen beiden Frauen mitgenommen. Wir haben daheim immer wahnsinnig gut gegessen. Also bei uns daheim war völlig klar, dass es eine Suppe gibt. Es gibt einen Salat, es gibt ein Fleisch, es gibt eine Beilage, es gibt sicher 1 bis 2 Gemüse. Das hat es jeden Tag gegeben. Es hat auch jeden Tag noch etwas Süßes gegeben. Also es ist gekocht worden. Und ich habe auch sehr, sehr früh gelernt von meiner Mutter, was gut ist. Also einfach so der Urgeschmack, den man im Gaumen hat, was ist gut, das habe ich sehr, sehr früh einfach gelernt. Und dann ist so, das Thema Kochen war eigentlich immer sehr, sehr präsent gewesen. Ich hatte dann irgendwann mal das Gefühl, ich möchte Kochlehrerin werden. Bis ich dann herausgefunden habe, dass das Kochlehrerin allein nicht gibt. Ich musste Hauswirtschaftslehrerin lernen. Und das Handarbeitszeug, das ist dann halt gar nicht meins. Also da ist und dann habe ich herausgefunden, dass ich noch ins Semi musste. Das hat mich auch noch mal angeschissen nach der Sek. Nochmal irgendwie 3-4 Jahre in die Schule, das wollte ich auch nicht. Und dann ist so wie Kochen übrig geblieben. Also es ist dann wie, ich bin dann schnuppern, zuerst in einem Spital, das hat mir dann nicht so gefallen. Und nachher in dem Landgasthof, wo ich auch die Lehre gemacht habe, das hat mir da sehr, sehr gut gefallen. Und dann habe ich dort die Lehre gemacht, ja. Das ist wie gar nichts anderes in die Frage gekommen. Also es ist halt extrem schwierig. Und sie sagen es richtig, für das, was die sind oder was auch ich bin, können wir gar nicht das in Kosten stellen, was wir eigentlich müssen haben, was Mitarbeiter kostet. Und durch das ist es halt so, dass gerade die Spitzengastronomie darauf angewiesen ist, dass es sogenannte Mäzen gibt, die das als Hobby nehmen und das ein bisschen finanzieren. Wie auch immer, ob es eine Firma ist oder ein Mäzen ist, wo das einfach als Hobby sich möchte schmücken, ich habe das Beste, bla bla bla, irgendwie etwas. Es ist auch eine Chance. Es ist eine Chance wie auch eine Gefahr. Ich denke, es ist sehr, sehr schwierig für die das nicht haben.
weil man einfach mit gleich langen Ellen messt. Es ist so wie nicht, man müsste so wie einen Weg finden, dass es klar ist, schau, die haben einen Sponsor oder die werden finanziert, wie auch immer. Die können ganz anders arbeiten und die müssen alles selber finanzieren, die müssen ganz anders arbeiten. Und sie werden im Prinzip bei den Führern werden sie über den gleichen Kamm geschert. Die neue Blumenau im St. Gallischen Lömmenschwil ist das kulinarische Refugium einer weiteren Schweizer Meisterköchin, Bernadette Lisibach. Ihre Kochkarriere führte über die Klosterfrauen zum Grand Hotel Victoria Jungfrau und zu Daniel Buhmann. Also ich hatte sicher eine super Lehrzeit. Vor allem auch, ist es noch relativ stressfrei abgelaufen, sei das jetzt in der Ausbildung. Es war ein sehr angenehmer Betrieb. Du hast viel lernen. Sie haben Zeit, um dir auch Sachen zu zeigen. Es ist ein grosser Wert darauf gelegt, dass du die Grundbasis, dass du das wirklich von null auf hast können lernen, aber auch die Integration nachher auch ins Berufsleben hinein, dass du nachher dich auch hast können wohlfühlen. Also das ist ja relativ eine starke Veränderung, wo du dort in dem Alter mit 17, 18 durchmachst, dass du dich auch irgendwo findest. Wir hatten sehr gute Leute dort in diesem Betrieb, drin, im Klinik St. Anna. Gute Fachleute, die nicht nur das Fach beherrscht haben, natürlich auch das Psychologische. Also wir waren 90% oder 95% sogar nur Frauen. Wir haben sehr viele, also es sind viele Lehrlinge. Es war ein grosser Betrieb. Es hat zwei Herren, die dort mal dort gearbeitet hat. Also wir waren schon sehr eine Frauendomäne. Natürlich auch mit den St. Anna-Schwestern, mit den Klosterfrauen zusammen noch. Und halt auch den Privatpersonen. Ich sage zum einen, von Victoria Jungfrau, dort habe ich eine andere Seite noch kennengelernt. Ich habe aber auch gewusst, dass das für mich zu gross ist. Ich bin jemand, der lieber in einem Umfeld drinnen ist, wo du weißt, du musst mit allen Leuten auskommen, du musst mit allen Leuten zusammenarbeiten. Ich habe dann die Chance auch wieder in dem Sinn bekommen, dass ich zum Buhmann wechseln durfte, anfangen konnte. Und dort habe ich schlussendlich natürlich viel dazu gelernt, sei es von dieser Gourmet-Küche, von dieser speziellen Küche und auch, dass du jeden Tag halt das Limit gehst und dir konsequent kannst sagen, das ist das Mass, das ist die Vorgabe und da musst du dich dran halten. Es ist jeden Tag ist da ein Abschnitt gesehen, ein Schritt in die Zukunft, ein Schritt für die Exaktheit. Denn du bist nicht stehen geblieben. Darum sind es auch 11 Jahre daraus geworden. Der Drang oder der Gedanke, selber einmal ein Restaurant zu haben, ist relativ früh schon entstanden. Und ich glaube auch, dass das ein Grund war, aus dem aus, dass wir daheim, der Vater, der Hof mit der Familie bewirtschaftet hat, hast du das Selbstständige irgendwie drinnen gehabt. Und das ist ein selber können zu bestimmen, heute so zu machen, heute so diesen Weg zu machen, oder wir machen es jetzt so und entscheiden uns für das. Das ist in der Selbstständigkeit natürlich relativ einfach. Klar, die Arbeitszeit und alles zusammen ist der Aufwand ist viel grösser. Aber du bist schneller, wenn du einen Gedanken hast, eine Idee hast, bist du schneller am Gast und hast es können wechseln. Und dann ist aber gleich wieder die Möglichkeit gekommen, zum etwas übernehmen mit der neuen Blumen. Und da habe ich gesagt, irgendwo der Gedanke ist immer da, die Freude und die Motivation ist immer da, um selber vorher zu stehen und zu sagen, hey, das habe ich aufgebaut, das ist mein Werk. Also ich möchte nichts anderes mehr. Weil es einfach die Direktheit, vorher zu stehen, zu sagen, einem Gast zu sagen, heute haben wir das, heute haben wir so, ist einfach gewaltig. Es ist auch, gerade wenn du einen Restaurantbetrieb hast, wenn du Betrieb hast, ist es einfach schon sehr schön, wenn du die Komplimente oder das Feedback der Gäste gerade
eine Minute am Abend, am gleichen Abend noch kannst entgegennehmen. Zurück wieder zur Welt der Personalgastronomie. Zurück zum Bähnlerdorf am Fuße des Reusstals. Auch nach dem Wechsel von der SV Group zum ZFV managt Manuela Lühend die Milchküche in Erstfeld souverän. Der Gotthard-Basistunnel und damit der drastische Personalabbau der SBB wirkte sich auf die Gästezahlen aus. Oft aber werden noch täglich bis 100 Mittagmenüs frisch zubereitet. Logistik und Engagement sind gefragt. Ich komme mit, muss ich studieren, zwei Frauen, die hier hin gewechselt haben. Die haben vorher mit mir zusammen geschafft. Und bei ihnen war es so, dass der Chef, den sie vorher hatte, einen tödlichen Unfall hatte. Also sind wirklich von 0 auf 100 sind sie einfach allein da gewesen, das Team. Und dann hat das meine jetzige StV eigentlich gemanagt, ein halbes Jahr lang. Und sie hat aber ganz klar gesagt, ich mache das, aber bitte suchen jemanden. Und dann bin ich dann wirklich darauf angesprochen worden. Und zwar 2-3 Mal. Und ich habe immer gesagt, ja, nein, das ist nichts für mich, so Küchenchef. Nein, das habe ich erst gerade gehabt, das mag ich eigentlich nicht mehr. Und dann sind sie gleich ein paar Mal gekommen und haben mir das ein bisschen schmackhaft gemacht. Und gesagt, weißt, du musst so arbeiten, du hast nur das, du musst am Wochenende nicht. Einfach mir das Ganze wirklich so schön schmackhaft gemacht. Ich dachte, ich komme jetzt schauen. Ich wohne ja auch in Erstfeld, also es wäre wirklich eigentlich optimal, ich bin hoch. Und so wie das tönt, habe ich gesagt, ja, mal gut. Ja, und dann bin ich so, bin ich eigentlich da. Durch die zwei Ex-Mitarbeiterinnen eigentlich bin ich da reingerutscht und habe mich dann vorstellen können. Und sie haben dann also wirklich auch geschaut, dass ich dann diese Stelle auch überkomme, dass ich eigentlich Vorrang habe. So wie du es sonst eigentlich auch machst. Ja. Ist genau das Gleiche. Das ist gut. Es geht wahrscheinlich einfach ein weniger lang, ja, als kleinere sind. Es geht etwa eine Stunde, anderthalb. Die Akzeptanz als Frau ist ja heute nicht mehr ein grosses Problem. Oder haben Sie immer noch ab und zu doch noch eine schlechte Erfahrung? Nein. Also ich persönlich habe das nie gehabt. Weder in meiner Lehrzeit noch sonst irgendetwas. Aber ich muss jetzt auch sagen, ich bin jetzt nicht die Karrierefrau. Das hat mich jetzt nie irgendwie interessiert. Also ich musste nie gegen einen Mann kämpfen oder so jetzt. Darum kann ich das nicht unbedingt. Ich bin wirklich auch in die Chefposition bin ich eher reingerutscht. Ja, dann hat sich das einfach so ergeben. Ich habe eigentlich gute Erfahrungen gemacht, immer. Es gibt schon manchmal Kommentare. Das habe ich mir sicher auch anhören müssen. Aber es ist ich nehme das einfach nicht ernst. Einiges betreffend Sexismus hat sich geändert. Und die Restaurants des ehemaligen Volksdienstes oder des Zürcher Frauenvereins sind heute noch Spitzenreiter in der Gemeinschaftsgastronomie. Diese hat durch Coop und Migros mit ihren Verpflegungsstätten Konkurrenz bekommen. Ein modernes SV-Restaurant befindet sich in Lausanne, in der Universität im Vorort Le Géopolis. Dort treffen wir die letzte Chefin des inzwischen zur SV-Group Aktiengesellschaft mutierten Volksdienstes. Heute besteht die Führungsriege nur noch aus Männern. Susi Brüschweiler berichtet über ihre Karriere und die Erlebnisse als Frau in einer hohen Chefposition. Das hat dazu geführt, einerseits Gespräche mit dem damaligen Vereinspräsident, das war ja ein Verein der SV Service, der Herr Neff, hat mich dann kontaktiert und ich habe mit ihm ein Gespräch gehabt und ich habe eigentlich immer die Handbremse angezogen. Ich habe gefunden, ja, ist ja interessant und ich habe auch Kader schon verkauft, meine Aufgabe verkauft im Sinne von, was wir alles machen. Jawohl, und eines Tages hat mir der Herr Neff angerufen und gesagt, Frau Brüschweiler, Sie müssen entscheiden. Machen wir ein Assessment, dann sehen Sie und wir auch, ob Sie wirklich die Persönlichkeit sind oder nicht. Und ich habe dann gefunden, mal ist auch eine Chance, einmal eine Standortbestimmung zu machen über meine Kompetenz, meine Persönlichkeit. Und das haben wir dann gemacht. Und am Schluss von dieser eintägigen Analyse, übrigens sind die Fragen oft eher männerorientiert gewesen. Es hat Fragen gehabt, die mit dem Militärbereich zu tun gehabt. Da habe ich gesagt, dem Psychologen, also sehe ich keine Ahnung, wie viele Sternli und was für Sternli. Oh ja, Frau Brüschweiler, wir haben halt kein solches System, wo der Frau angepasst sind. Vielleicht haben sie es heute. Auf jeden Fall hat man am Schluss, am Abend, um 9 Uhr am Abend gesagt, Frau Brüschweiler, Sie entsprechen dem Profil. Und dann habe ich ihm geantwortet, das können Sie nicht sagen. Das geht Sie nicht an. Das heißt, aber ich muss den Bericht so machen. Und so hat er den Bericht dem Herrn Neff, Reni Spöri, war Vizepräsidentin damals. Und dann haben die beiden mich aufgeboten für ein Gespräch. Haben wir gemacht.
Und ich habe immer noch das Gefühl, ich habe, das Team nicht verlassen, ich habe das Gesundheitswesen nicht verlassen. Ich bin so verbunden, auch auf der politischen Seite, mit der Bildungspolitik und so weiter. Ja, und eines Abends nochmals hat mir der Präsident angerufen und gesagt, Frau Buschwell, ich bin im Aarauenhof, ich warte auf Sie, der Vertrag ist bereit. Ich glaube, es ist manchmal auch abhängig von, wie man sich verhält. Oder? Ich bin immer geblieben, wie ich bin. Das heisst, ich hatte zwei Brüder und einen Vater, der doch auch in der Männerwelt tätig war. Eigentlich nein. Es hat schon viel mehr gebraucht, bis ich in diesem Männerkreis in der Privatwirtschaft konnte, unser Unternehmen positionieren, die Glaubwürdigkeit auch haben, dass wir eine Leistung erbringen, die konform ist zu einer Männerleistung. Ich habe aber wirklich grundsätzlich die Erfahrung gehabt, dass, wenn, dass eigentlich ich haben müssen, aktiv werden musste. Ich habe alles erlebt, wo die Männer, die sich kennen, schon im Kreise waren, im Apéro. Und ich dort mich eingetragen habe und gefunden, ja, zu wem gehst du jetzt, oder? Weil ich niemanden kenne. Und das braucht schon eine Überwindung. Und ich musste dann auch den Kreis vielleicht durchbrechen und mich vorstellen. Aber sie waren immer alle höflich und angenehm. Ich denke am Anfang sicher höflich. Und mit der Zeit haben sie festgestellt, ja, die Person, ich will mehr sagen, die Person als Frau und Mann, aber die Person, Frau, hat doch auch interessante Aussagen, hat interessante Leistungen erbracht. Ich denke, unsere Gründerin, Frau Else Züblin, hat ja schon aufgezeigt, damals, wie eine Frau sich positionieren kann in einer Männerwelt, im Militärbereich zusätzlich. Also, ich habe noch damals die Soldatenstube, es hat noch ein paar Soldatenstuben gehabt. Und wenn ich mit dem Militärdepartement geredet habe, zum Verkaufen dieser Soldatenstuben, habe ich schon gemerkt, die haben von der Frau Else Züblin und den Nachfolgerinnen von ihr eine Hochachtung gehabt, wo geblieben ist. Und ich glaube, was unsere Gründerin damals geleistet hat mit diesen Soldatenstuben, indem sie die Militärpersönlichkeit überzeugt haben vom Sinn von so einer Soldatenstube, ich glaube, das ist wie ein Faden durch die Firma. Es ist dann aber auch, und das ist vielleicht etwas, was ich dann abgeändert habe, sehr hierarchisch aufgebaut war. Also Frau Züblin hatte eine Vorstellung gehabt von sehr strukturierten, hierarchischen Unternehmung. Und da habe ich vielleicht ein demokratisches Führungsverständnis eingeführt, was nicht immer von allen gut verstanden worden ist, sei es Frau oder Mann, die ein anderes System kennt haben. Es ist mehr im Betriebsführung sind mehrheitlich Frauen gewesen. Und im Bereich Küche hat es natürlich auch mehrheitlich Frauen gehabt. Aber es hat sich dann so entwickelt, dass vermehrt Köche in der Betrieb in der Küche aktiv gewesen sind, aber die Betriebsführung von der Restaurant sind nach wie vor viele Frauen, die zuständig gewesen sind, weil zu meiner Zeit. Es hat sich aber effektiv eine Vermännlichung der Unternehmung, das hat sich ergeben, einfach auch aus Gründen, dass wir die Persönlichkeiten, die wir gesucht haben, auf Ebene Geschäftsleitung oder Konzernleitung, dass die Frauen, die uns interessiert hätten, die eigene Funktionen schon gehabt haben, die sie nicht unbedingt abgeben wollten. Meine Kritik, die ich machen kann, im Zusammenhang mit dem, ist sicher, dass ich zu wenig geachtet habe, die Karriere-Positionierung der Frauen viel mehr zu fördern. Gut, einfach Leidenschaft. Man muss mit Freude kochen können. Nicht Mittel zum Zweck Koch sein, dass man Koch ist, sondern dass man sollte das fühlen. Entweder man fühlt es oder man fühlt es nicht. Und es ist einfach ein wunderschöner Beruf, kreativ. Es läuft etwas, man bewegt sich. Man kann so viel. Das Kochen kann man nicht neu erfinden, aber man kann es gut verpacken. Also ich habe früher schon in meiner Kindheit hat's eigentlich schon angefangen, dass ich sehr viel daheim gekocht habe. Also meine Mutter hat eigentlich schon immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir frische Sachen daheim kochen und hat uns auch von Anfang an eigentlich mit einbezogen, dass wir kleine Sachen machen können. Hat angefangen mit nur mal irgendwie ein Rüebli schälen oder so und ist natürlich hat sich immer ein bisschen gesteigert mit der Zeit.
Und so hat es eigentlich angefangen, dass das Interesse sich geweckt hat bei mir an diesem Beruf. Und ich habe dann auch später, als ich dann in die Bezirksschule gekommen bin, habe ich dann noch zusätzlich als Freifach noch, bin ich in die Kochschule gegangen. Und dort war das dann auch noch mal mehr, wirklich gerade so kurz vor der Berufswahl, dass sich das noch mehr, dass es mich noch ein bisschen mehr in die Richtung gedrängt hat. Das war dann, glaube ich, so der letzte Entscheid gewesen. Ja, für mich war eben früher schon klar, dass man eher ins Kreative geht. Und ich mache viel mit so verschiedenen Geschmacksrichtungen, die Zusammensetzungen. Das ist eben die Spannbreite, die man hat. Jeder hat etwas anderes gern. Und mein Bruder ist auch Koch. Von dem her war früher klar, dass ich auch irgendwie in die Richtung. Ja. Ich bin schon schnuppern. Das auf jeden Fall. Das würde ich auch jedem anraten. Weil das Bild, das man sich hat, tut sich relativ stark ändern, wenn man das mal geschnuppert hat. Aber ich bin auch andere Berufe schnuppern. Also, man sollte schon schauen, dass man mehrere Berufe schnuppert. Aber am Schluss ist es dann gleich Koch geworden. Das ist mir auch wichtig. Ich mache die Ausbildung zum Koch und nicht zur Köchin. Nicht, weil Köchinnen schlechter sind, aber weil das von früher war die Köchin einfach Köchin und nie Koch geworden. Und ich bin Koch und keine Köchin. Das ist Koch. Punkt. Als ich jung war, hat es auch geheißen, die besten Köche sind Männer. Und es kann durchaus sein, weil es sind ja nur Männer gross in der Küche. Aber mittlerweile ist das absolut falsch, weil eine Frau kann gleich viel, eben das spürt man. Das ist nicht, ein Koch ist nicht Mann oder Frau. Das ist, man ist Koch oder nicht. Das ist, ja, das fühlt man. Das ist da drin. Und das ist auf der Kammer. Also am Anfang, wie gesagt, stehen viele Frauen in der Küche, besonders in den Familienbetrieben. Und dann kommt die Zeit, wo man eigentlich merkt, dass eine Frau nicht mehr kann für 120 Personen auf einen Tisch kochen. Also muss man Gehilfe haben. Und das alles wird schwerer, die Pfannen werden schwerer, alles wird grösser. Und dann ist auch die Tendenz, dass man eigentlich jemanden nimmt, der andere Cuisine machen kann. Und das war damals Cuisine Française. Und darum, wenn man die Leute anziehen, die Kunden anziehen, musste man einen Küchenchef haben, der einen Background hatte, der von neuem gekommen ist. Und da haben wir zwei Briefe von 1868 von Johannes Badrut, das war damals im Kulm in St. Moritz. Und der schreibt immer einen Koch in Vevey, ob er wolle kommen für die Saison, das sind 100 Tage und dann kriege ich 600 Franken für das und so. Und er sagt ihm genau, was er von ihm verlangt. Er sagt ihm, er müsse gute Küche machen, die super sei und die gesund sei, aber er müsse auch Sachen kochen fürs Oben, für den Oben, also für den zweiten Service am Oben, wo ein bisschen besser sei, er würde die Ware von Paris importieren. Also es ist verblüffend, weil im Engadin, also um Jahrhundert und bis in den 30er Jahren hat es doppelt so viele Köchinnen als Köche. Ja. Also wo sind die? Aber zahlenmässig. Zahlenmässig hat es mehr gehabt. Es hat sogar an 1930 hat es dreifache Zahl, dreimal mehr Köchinnen gehabt als Köche. Ja. Wo sind die gesehen? Die sind in den Personalküchen gesehen, in den Hotels. Ja. Die grossen Hotels haben ja noch eine Personalküche gehabt. Und sie sind in der Cafeterie gesehen. Das war die Cafeterie, da hat man sie auch noch. Und sie waren als Gehilfe hier. Nachher, warum hat eine Frau nicht an den Status des Koch? Warum ist sie nie angekommen? Das sind noch eine sehr lustige Gründe. Das Rollenbild der Frauen in alter Zeit bestand aus Mütterlichkeit, Fürsorge und Haushalt. Das zeigt sich in allen Filmen aus den 30er und 40er Jahren des letzten Jahrhunderts. Die gesunde Ernährung war ein Anliegen des Bürgertums und der Status der Frauen war klar definiert. Weibliche Sozialarbeit und organisierte Mütterlichkeit, wie es der Historiker Jakob Tanner formulierte. Und zusätzlich sollte die Volksernährung dank den Kantinen und Soldatenstuben rationalisiert werden. Der Verband Volksdienst orientierte sich zudem an den Ernährungstendenzen und ökonomischen Veränderungen in den USA. Die beiden Weltkriege führten indirekt die Frauen weg von ihrer unterprivilegierten Rolle als Hilfskraft hin zur Akteurin im öffentlichen Dienst. Nicht nur den Männern mit Leckerbissen dienen, sie übernahmen politische und gesellschaftliche Ämter, führten Betriebe und Behörden.
Damit wurde die Emanzipation der Frauen eingeläutet, sodass später auch das Frauenstimm- und Wahlrecht möglich wurde. Das aktuelle Bildungssystem sorgt für mehr Gerechtigkeit und verbesserte Chancen für Frauen, in Kaderpositionen zu gelangen oder als Küchenchef zu brillieren. Der Berufsschulbetrieb, wie hier in Baden, vermittelt den Auszubildenden ein hohes Niveau an kulinarischen Zubereitungsraffinessen und dem Einsatz der digitalen Welt. Die Hotelhistorikerin im Rückblick. Die Union Helvetia, also die Winkelried, hat am Anfang von 1886 an, hat den Beruf vom Koch und vom Service hat also eine Schule gemacht. Dann Ende des Jahrhunderts eine Schule, auch eine Kochschule. Das ist die Kochschule, Hotelfachschule in Luzern. Und dort ist es eigentlich darum gegangen, dass man den Beruf schützt. Und dann ist es sekundär gesehen. Zuerst tut man den Beruf schützen und dann auch an den Frauen. Also zuerst einmal, es ist ums Prinzip gegangen, man muss den Beruf schützen. Und im Beruf sind Männer gesehen. Punkt Schluss eigentlich. Es hat noch interessante Fakten gehabt. Es hat eine Geschichte, wo in einem Ballas im Engadin basiert ist, wo ein Servicemädchen, also eine Saaltochter, nicht zu verwechseln. Eine Saaltochter hat eine Table d'hôte müssen nachservieren. Ja. Und ist mit dem Plateau in die Küche innen. Sie müssen sich vorstellen, das ist ein grosses Plateau, wo Bulleschenkel oder was es ist, drauf ist. Und geht zum Küchenchef und sagt, nachservieren. Und der Küchenchef hat damals laut dieser Anekdote gerade ein bisschen getrunken, es war heiß gewesen, etc. Und der Küchenchef ist verrückt und glaubt, dass das Mädchen das Saaltochter abserviert hat. Abservieren ist gesehen, zwischen dem Saal und der Küche hat man noch ein Stück auf die Seite da in die eigene Tasche, damit man zu oben zu essen hatte. Mhm. Und der Chef hat gemeint, die habe abserviert und ist verrückt auf sie, nimmt die Platte. In dem Moment denkt das Mädchen, was passiert. Das Mädchen bückt sich und die Silberplatte geht durch die Küche durch. Und fällt am Boden. Die Hotelierfrau ist gekommen, schauen, was ist passiert, etc. Und der Küchenchef hat sich dann entschuldigen. Das ist etwas, was in den 20er Jahren passiert ist, ja, in einem Ballas. Okay. Da gab es wohl auch Gerechtigkeit. Meist aber herrschte in den Kneipen und Restaurantküchen ein rauer Wind mit Befehlston und Geschrei. Dagegen präsentiert sich heute die moderne Gastronomie geradezu ruhig und professionell. Frauen und Männer arbeiten zusammen. Die Gleichstellungskampagnen zeigten bereits Wirkung. Trotz des langjährigen Trends zur Konfektionsgastronomie mit dem obligaten Burger und Pommes sowie des Beizensterbens existieren im Gastgewerbe noch mehr als 20.000 Betriebe mit rund 240.000 Mitarbeitenden. Die Löhne bewegen sich im unteren Bereich. Da hilft auch die kompetente Ausbildung wenig. Optimismus ist jedoch erlaubt. Zurück zu den Historikerinnen. Und da spielt vielleicht die Tradition mit innen, dass sie halt gleich Quereinsteigerinnen kommen. Bei den frühen Hütten, wo ein Beruf wählen, ist Köchin eigentlich nicht unbedingt das Primäre. Dagegen bei den Männerberufen ist Koch immer noch einer der möglichen Berufe. Es ist nicht besonders angesehen, jetzt Koch zu lernen. Vielleicht bleiben noch ganz auf der meisten, auf einer sehr niedrigen Stufe in all diesen Beizen. Aber trotzdem ist es denn so, wenn Frauen sich für Köchin entscheiden, ist es eine gewisse Passion primär schon für das Kochen, für die Ingredienzen, für den Bezug eben allenfalls zum Garten und in diesem Sinn weniger stark ausgerichtet auf eine Karriere. Und in dem sind sich dann mehr ein Sieg, obwohl gerade wegen dieser Art zu kochen, Frauen überhaupt zu den Gourmet-Punkt gekommen ist. Also, das müssen wir auch sehen. Also, das ist die Ambivalenz von dieser Situation. Aber ausgerichtet ist das auch mit dem Verteilen der Punkte oder mit der Kochhüt, ist natürlich unsere Tradition, wo unser Chef Koch-Tradition kommt, von einer Karriere, von einem Aufstieg und nicht vom Kochen an und für sich. Also die Situation, die ausgleichende Situation gibt es, aber die Unterschiede bleiben wahrscheinlich da. Auch wenn ich denke, wenn heute eine Frau sich entscheidet, ich gehe in die Gastronomie, ich mache eine Küche,
die Unterschiede nicht mehr so stark sind wie früher. Kommen wir vielleicht gerade noch kurz zurück auf den grossen Namen der Italienerinnen, die es zum Teil in der Schweiz auch vereinzelt hat. Da ist ja die Betonung gerade nicht wie in der französischen Küche von der Haute Cuisine, sondern von der Casalinga. Wenn man vor dem sagt, italienische Küche Casalinga, dann ist das ein Qualitätsbereich. Das heisst, in dieser Tradition der italienischen Küche, auch wenn sie sehr einen guten Namen hatte, ist, dass die kocht, wie Tradition ist. Und das zu der, bis zu einer Spitzenküche bringt. Es hat sich einiges zum Guten verändert und die Berufsköchinnen haben selbstbewusst und engagiert ihren Platz im Gastgewerbe und in der Hotellerie gefunden, ohne dem einst patriarchalischen und machistischen Verhalten der Männer ganz zu entkommen. Mit der Emanzipation dank Volksdienst konnten die Frauen jetzt auch Berufsausbildungen absolvieren. Und im privaten Raum stehen heute manche Frauen nicht mehr allein am Herd. Die Chancen auf Bühnenpräsenz im kulinarischen Bereich werden nun weiblichen Köchen nicht mehr verwehrt. Es bleibt die Hoffnung auf bessere Zeiten.